Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope, wo ich erstmal die Häuser plündern gehe. Oh, hier ist ja kaum was drin. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns ja auf Prima Paletti schon mal durch Tristans Haus gekämpft. Da geht's nach unten. Sehr schön. Hier ist eine Uhr. Ist hier sonst irgendwas? Scheinbar nicht. Ich kann hier, glaube ich, auch nicht runter. Nee, war einfach nur, dass man hier durchgeht. Okay. Ja, wir müssen ja immer noch Prima Paletti retten. Wir haben die Quest der König ohne Kleider vor uns. Ich konnte jetzt noch nicht die Charaktere zwischen den Folgen heilen. Deswegen lasse ich Rebella eventuell bei der beim nächsten Kampf mal aussetzen und lasse Mario stattdessen kämpfen. Damit ich sie danach mit Münzen hochheilen kann. Hoffentlich. Ich bin unschuldig. Oh, hallo Bowser. Ich sehe schon, was wir zu tun haben. Naja, Freund würde ich jetzt nicht sagen, ne? Dieselbe Frage könnten wir auch im Hinblick auf diese steingesichtige und doch seltsam aktive Frau stellen. Sparkjägerin. Eine Sparkjägerin. Granita. Sie ist keine Freundin. Bowser ist auch kein Freund von uns. Er hat Prinzessin Peach schon ziemlich oft entführt. Aber trotzdem, wir können ihn nicht der Finsterzeit überlassen. Stimmt's? Also dann retten wir Bowser. Waffe mit Sparkräften hat selbst der mächtige Bowser in der Finsterzeitdimension keine Chance. Okay. Wir haben eine Waffe für ihn. Ursprünglich war sie für Rabbit Mario vorgesehen, aber für ihn war sie zu schwer und unhandlich. Okay. Nein. Stimmt gar nicht, ich habe Blasen davon bekommen. Ein Raketenwerfer. Sag bloß, Bowser kämpft jetzt für uns. Das wird interessant. Zeit für Taktik. Was ist denn das? Granita ist zu stark und die Angriffe richten kaum etwas aus. Versucht sie zuerst auf diese Sprengfallen zu locken. Okay. Ja, ich kann mein Team nicht an die Münzen fehlen. Ist Mario überhaupt gerade gut ausgestattet? Ja, es geht. Ich kann ja Mario eben kurz... Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche die einen mehr gerade. Die ist eh unempfindlich gegen Feuer. Okay, ich wollte erst den Meteoriten-Spark holen. Rabbit Robo-Koopas. Beschwörter Reboten. Robo-Koopas, der den nächsten Gegner jagt und mein Kontakt explodiert. Blablabliblablub. Ja, mach ich mal hier vorne. Nachdem ich da geglätscht habe. Hier!
passt so. So. Ich weiß nicht, was für eine Reichweite hast du? Oh, da bist du sehr ungeschützt. Ich muss ja die da vernichten. Oh, die nimmt so kaum Schaden. Unglaublich, dass wir mal Bowser helfen würden, ne? Das hätte ich mir im kühnsten Träumen nicht erdacht. Also diese Sprengfallen sind auf jeden Fall für unseren großen, blockigen Freund da vorne vorgesehen. Mag einer von euch mal da vorne hingehen? Stampf, Stampf! Raserei! So, die zwei mal schon mal platt. Ansonsten ist keine in Reichweite. Ich kann da noch einen vernichten. Ich glaube, bei dem Bosskampf ist eh egal, wen ich nutze. Ich muss die ja auf diese Sprengfallen locken. Genau dich wollte ich treffen. Die stampft, wenn sie attackiert wird. Nö, da ist wieder einer von diesen dummen Geistern. Es sind zwei von diesen dummen Geistern. Ich wollte nicht den Teamsprung machen, Mann. Ich wollte das machen. Dumm ist ja, ich muss die dahin docken. Ach ja, ihr schlägt ja zurück. Da war ja was. Ein Moment. Machen wir es uns einfach. So, jetzt habe ich noch mal die Chance wegzukommen. Und zwar mit allen. Ich muss die in diese Fallen locken. Das darf ich nicht vergessen. Luigi setze ich mal direkt nach da oben. Da ist er am besten aufgehoben. So, weg. Locken wir die Cola erstmal zu uns, obwohl ich würde eigentlich am liebsten erstmal diese dummen Geister ausschalten. Die nerven mich mehr als jeder andere. So, ich muss nur so landen, dass ich die eine runterwürgen kann. In Bowser hocke ich mich auf die andere Ecke, in der Hoffnung, dass die rüberkommt. Und dir verpasse ich schon mal eine. Na los, beweg dich. Ach. Ach komm. Du willst mir doch nichts. Du willst nur da in die Mitte einmal drauflatschen.
Komm. Jetzt muss ich sie zum Stampfen bringen, ne? Macht ihr ja immer, nachdem ich sie einmal attackiert habe. Geh mal ein paar Schritte zurück. Na, jetzt steht die nicht drauf, die Blöde. Los, meine Robo-Koopas, greif den da an. Geht mir auf den Keks. Das Dumme ist, die Heilung, die ich mir jetzt gerade gegönnt habe, reicht eventuell nicht. Zeit für Taktik. Ja, ich versuche es. Es ist leichter gesagt als getan. Ich muss die in Cooldown zurücksetzen. Ich muss die halt irgendwie da drauf gescheucht kriegen. Und die steht halt die ganze Zeit doof. So, Bowser bringen wir in Sicherheit. Ich könnte es mit dem Schuss versuchen. Also mit der Sicht. Komm, bitte stampf da drauf. Ja, hat funktioniert. Deine Nerven so. Die nerven so sehr. Er braucht einen Teamsprung, wenn er diese Platten hat. Dann komme ich über die halbe Map. Im Ernst, ich komme damit wirklich über die halbe Map. Ich brauche den Teamsprung so gut wie gar nicht. Ich mache jetzt als allererstes diesen Geist tot. So, mit allen darüber, damit ich sie alle boosten kann. Die Grantige können wir erstmal in Ruhe lassen. So, Bowser, nur noch du musst darüber. Mit dem Booster. So, dann booste mal alle. Ich würde mal sagen, Luigi zuerst von da hinten. So, du magst Feuer ja nicht so, ne? Ich glaube, das Portal kann ich nicht angreifen. Diese Geister gehen halt einen so sehr auf den Keks. Kann ich das echt nicht angreifen? Nee. Würde ich mal sagen, beide verstecken sich da, ne? Ich
mich eigentlich eher lieber weiter hier hinten verstecke. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass die mal mit Bowser zusammenarbeiten. Oh, jetzt hat's Schaden gemacht. Da kommt eine Goomba-Armee. Euch kriege ich easy down. Goomba, mir juckt mich wirklich so gut wie gar nicht. Ist gerade so außer Reichweite, ne? Ich will gucken, dass ich sie da drauf gelockt kriege. Ich krieg der ja anders das Leben nicht so wirklich weg. Ich hoffe, die waren da gerade so da drauf. Okay, ich kann sie treffen. Setze ich sogar noch einen drauf. Das ist guter Schaden. So, klopp drauf. Perfekt. Das macht halt den Schaden hier aus. Ich kann sie nicht in diese Klippen locken, ne? Dann sollte noch wer laufen? Nee. Wieder sind mein geringstes Problem. Ich hoffe, da kommen wieder nur Goombas raus. Goombas sind halt wirklich die geringste Sorge. So, den gebe ich mir mit Gift. Wer will, wer will, wer hat noch nicht? So, einmal mal eben kurz den Goomba-Trupp erledigt. Wir müssen ja jetzt hier rüber. Das wird wahrscheinlich die schwierigste Ecke. Aber wenigstens bin ich hier sehr gut geschützt. So, erstmal mit allen darüber. Am besten Bowser nimmt den großen Ball noch als Schutz. Ich weiß halt nicht, ob da Geister rauskommen jetzt wieder. Und Mario parke ich hier. Die kommen schon nicht weit genug. Die Robo-Koopas finde ich ganz praktisch. Okay, kein Geist. Mit denen komme ich klar. Okay, das könnten wir jetzt, glaube ich, easy schaffen. So, komm her.
Ja, lasse ich jetzt extra Luigi schießen. So, tschüss. Oh gut, die Kollegen von der kriegen auch den Schaden. Das einzig Dumme ist, meine Deckung ist weg. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich kenne eine Lösung für dieses Problem gerade. Funktioniert aber, glaube ich, auch nur einmal. So nah wie möglich rangehen und Lethargie. Können zwei zumindest nicht angreifen. Oh yeah, ich hab Luigi. So, die stehen da als Falle bereit. Ganz praktisch. Das nennt man Bombenfestival. So, jetzt kommt eine der schwierigsten Axt. Die darüber bekommen. Die Kleinen kann ich ja ignorieren. Ich denke mal, die ganze Folge wird nur aus diesem Kampf bestehen, Leute. Sag ich euch jetzt schon. So, so weit wie möglich hier hinten hin. Ich hätte ihr auch noch eine Standardattacke geben können, aber ich hatte Angst, dass sie an mir entgegenkommt. So, alle stehen in Sicherheit. Booste ich jetzt mal eben kurz alle. Und dann locke ich die jetzt hier rüber. Ich glaube, ich kriege die auch ohne das Teil kaputt. Na dann, Bowser, beende es. Jawollo! Oh, unglaublich, dass wir jetzt Bowser haben. Ich glaube, Bowser war noch nicht ganz fertig mit der.
Und weg damit. Ja, ein Bowser. Hallihallo, meine lieben Zuschauer und herzlich. Ja, Leute, wir haben Bowser freigeschaltet, ne? Naja, eigentlich haben wir dir geholfen. Was tust du hier, Bowser? Ich suche mich sehr, genau wie ihr. Sie hat meine Armee von schrumpfhörnigen Schwachköpfen auf ihre Seite gezogen. Und ich will sie wieder haben. Beepo, wenn wir Bowser erlauben, sich uns anzuschließen, steigen die Erfolgschancen unserer Mission um 11,34756%. Ich würde gerne dafür die Rechnung wissen. Und wo lagen sie vorher? Etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass einem Schwein Flügel wachsen und es fliegen lernt. Okay. Der ist schon stark. Ganz und gar nicht. Mir egal, wie die Chancen stehen. Stimmt's, Mario? Ist es nicht so, als wäre das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten? Boah, macht euch keine Sorgen. Ich verspreche euch, erst zu kleiner zu verwandeln, nachdem ich Misera vermöbelt und die Galaxie zurückerobert habe. Ja, wir haben jetzt Bowser in unserem Team. Und ich habe Münzen, um alle heilen zu können. Ich muss mal kurz gucken, was hat Bowser denn für Fähigkeiten? Also hier. Landungsschaden, Demolierer. Er macht Deckung mit nur einem Schuss kaputt. Da kann man Feuer noch drauf packen. Und natürlich dann auch noch mehr. Das finde ich mega praktisch. Okay. Bowser ist eine gute Verstärkung auf jeden Fall. Den Demolierer, den hole ich mir auf jeden Fall. Dafür brauche ich erst einen Punkt da. Würde ich sagen, noch die Feuer-Rabbit. Und natürlich die Anzahl auf Maximum. Das mache ich auch mal auf Maximum, damit die Explosion mehr Schaden macht. Und dann gebe ich den Robo-Koopas noch Angriff und mache den Cooldown runter. Guck mal, die Robo-Koopas sind sogar komplett direkt am Anfang voll geskillt. Perfekt. Hier kann ich mir jetzt auch noch die Vierer-Technik... naja, ich muss erstmal hier die Reaktionsladung holen und danach kann ich mir die Doppelsicht holen. Dass, wenn ein Gegner besiegt wurde, ich direkt nochmal nutzen kann. So, den Heilungssprung wollte ich verbessern. Und bei ihm... Vergeltung. Vergeltung wollte ich haben. Wir geben dir noch das Bark geschenkt. Rebella kommt auf jeden Fall ins Team zurück. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen ich im Team behalte. Ich würde Bowser gerne dabei haben. Ich glaube, Rabbit Rosalina kommt dann schon wieder raus aus dem Team. Ja, sie ist ganz gut. Aber ich finde, Bowser ist mit seinen ganzen Fähigkeiten um einiges heftiger. Ich gebe dann auch eben kurz ihre Sparks ihm rüber. Sie kann ja den Aquaflux haben. So, gönn. Guck mal, jetzt haben wir die große Echse bei uns. Ihr braucht doch nur eine Hand, um das Gerät festzuhalten. Ja, Leute, es war jetzt nur ein Kampf, aus dem die Folge bestand, vom Prinzip her. Aber wir haben einen neuen Charakter.
Ich würde sagen, das ist allein schon was sehr Wertvolles. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!